Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Wild Farming mit dem Guten, mit dem Werner von Burning Gamer, Sachsen Player und dem Freezy. Hallo. 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 Dum, 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 dum. So, weiter geht's mit der Sonnenblume. Ja, Paul, der Boss, ist klar. Achso, Paul, der Boss ist noch dabei. Ach ja, der Neue, ne? Der Neue. Ja. Machst du auch YouTube, Paul? Nein, ich bin ein Hurensohn. Wow. Entschuldigung. Was ich eigentlich sagen wollte ist, warum hast du dich jetzt so genannt, Randy? Langeweile. Ach so. Ich wollte mich als Lustlord 1510 nennen, aber... Lustlord? Ja. Er ist schon zu alt. Von den Lustlord-Videos? Nein, nein. Die sind ja schon lange her. Aber trotzdem noch legendär. Ja, das sowieso. Barney ist auch legendär. Wer? Barney. Ah. Ja. Kennt ihr Barney? Ja, von How I Met Your Mother. Genau. Gibt es irgendjemand, der weiß, wie er die Mutter jetzt kennengelernt hat? Gab es da irgendwann mal ein... Das ist noch was ich mir vorgenommen habe. Irgendwann mal jede Folge so schön hintereinander weg. Die sind ja eh auf Netflix, da kann man das ja tun, ne? Ich weiß, wie er seine Frau kennengelernt hat. Und? Wie denn? Auf irgendeiner Hochzeit von einem... Willst du jetzt nicht gerade spoilern? Ja, mach mal. Los. 1000 B-Abos. Da hat er ja Minus. ja? Auf irgendeiner Hochzeit, ich weiß es nicht mehr von wem, von denen. Und dann... Du tust echt, ne? Von Barney, ja, genau. Meine Freundin sagt gerade von Barney. Ja, und dann hat er... Auf Barneys Hochzeit? Wen heiratet Barney? Barney heiratet Robin. Ach so, okay, langweilig. Ja, und so lernt er dann die Alte da kennen. Ich glaube, die hat da Musik gespielt oder sowas. Also die war... Das ist die Mutter? Das ist die Mutter, ja. Ziemlich schäbig. Das ist so doll. Na ja, gut, dann hat sich das auch erledigt. Die ist ja auf den Zeit gespart. Hat sich erledigt, ne? Ja. Apex wieder kündigt. Hast ja eh nur den Testmonat immer mit einem neuen Account, oder? Habe ich tatsächlich zweimal gemacht. Oh lol. Aber danach habe ich mir gedacht, nee, jetzt ist auch egal. Ja, also dann war man nicht mehr so jung und nicht mehr so naiv. Ja, da hast du gedacht, gönnst dir auch mal. Ja, ich gönn unterstützt die mir ein bisschen. Ja. So. Weil Netflix ja echt da nicht so viele coole Serien hat, dass ich finde. Ja, gut, Amazon Prime hat immens ja viele Serien. Finde ich. Ja. Also Amazon ist mit Serien krass. Also ist echt mega viel. Aber ja, eigentlich tun sie sich nichts, finde ich. Findest du? Also ich hatte Netflix den Testmonat und bin dann zu Amazon. Also meine Eltern haben Amazon und ich habe Netflix und ich hatte auch mal ein paar Monate lang Amazon und irgendwie war ich trotzdem letzten Endes immer wieder eher bei Netflix. Aber es ist halt auch so Geschmackssache. Es gibt so ein paar Serien, da lohnt sich halt schon wieder ein Amazon für. Es ist schade, dass das doch nicht so ganz so, dass man nicht halt alles bei allem hat. Ne? Ja. Das wäre noch geiler. Ja, das ist halt, aber ist halt leider so. Ach übrigens, wir haben beide dieselbe Holzplatte. Nochmal was? Wir beide haben dieselbe Holzplatte. Mit was für eine Holzplatte? Drunter, hier diese Servierplatte oder wie das heißt. Was, das Drehding? Ja. Selbst bei meiner Frau aus der Küche geklaut. Das habe ich meiner Mutter aus dem Keller geklaut. Lol. Ich habe nämlich genau dasselbe gefilmt wie du so ungefähr. Aber ach Quatsch. Nicht geschnitten. Hier mit der. Ach so, aber du hast ja nicht geschnitten oder was? Ja. Ich wollte noch ein bisschen warten, weil irgendwie komme ich da eh nie zu. Wahrscheinlich wird das eh nie erscheinen. Das ist so wie die Videos von meinem PC, der jetzt 2,5 Jahre alt ist. Wow, lol. Die müssen auch noch geschnitten werden, aber ich glaube, mittlerweile gibt es die nicht mehr. Ich glaube, mittlerweile brauchst du den PC auch nicht mehr hochladen. Ja, mittlerweile ist der halt auch alt, ne? Ja. Aber du hast das den Hintergrund cool hingekriegt. Hast du dir so eine weiße Box geholt? Oder wie hab ich mir selber gebaut. Ich hab mir, das sah auf jeden Fall richtig geil aus. Ich hab mir im Baumarkt, gibt's diese fertigen Platten, 16 mm stark, so wie so, wie einfach Holzplatten mit einem weißen, mit einer weißen Beschichtung. Ja. Und die habe ich mir einfach gekauft, hab mir die im Baumarkt gleich zurechtsägen lassen. Also die gab's 2,50 Meter lang und 60 breit und hab mir die direkt zurechtsägen lassen und, dann ordentlich zusammengebaut, die Fuge mit Acryl gemacht und dann hast du einen schönen Kasten, sag ich mal. Ja, das sah echt richtig geil aus.
richtig professionell. Das Problem ist, dass leider das Ganze halt auch nur bis zu einer bestimmten Größe geeignet ist. Ne? Also der Schaufelradbagger geht schon nicht, würde nicht mehr gehen. Ich glaube, du hast so in Acryl genommen. Wie? Also du Acryl genommen hast. Was soll ich denn sonst nehmen? Silikon. Ich wollte ja keine Badewanne draus machen. Ja und, aber hättest du trotzdem machen sollen, weil... Jetzt. Ich habe Maler gelernt, Junge. Ja, erstens mach's los. Erstens wird dieses Acryl sehr schnell reißen und zweitens wird es sehr schnell vergilben und dann sieht das wieder scheiße aus. Ja. Dann kannst du es ja rauskratzen und wieder neu reintun. Weißt du, was ich da mach, Füßi? Er wird es nicht rauskratzen. Nee, weißt du, was ich mach, Füßi? Haut sich eine neue Box. Ich schau's weg und baue mir eine neue, Junge. Und weißt du, was ich dran mache? Wieder Acryl. Du hast Maler gelernt? Ja. Ne, da kannst du Mongo mal schön meine Bude tapezieren. Ja, machen wir. Da kannst du mal schön malern bei mir, aber das ist mal sowas von Fakt. Dein was? Haus-Vlog habe ich auch geschaut. Ich auch. Mein was? Dein Haus-Vlog. Ach so, ja, ja. Ich habe so, ach, ich weiß auch nicht, die Nachfrage war so groß danach, dass ich echt... ich war mir nicht sicher. Aber ich habe mir die Kommentare durchgelesen, ne? Ja. Da ist doch schon wieder einige... Arbeitsschutzschuhe? Ja, das Schwede. Es Wahnsinn, ne? Der Arbeitsbühne war auch ziemlich sicher mit der Leiter. Ja, auf alle Fälle. Das Problem ist, wir haben ja normalerweise so eine große ausziehbare Leiter, aber da ist gerade meine Frau drauf rumgesprungen und deswegen, ja. Ja, dann ist mit der Arbeitssicherheit egal. Aber, Tino, eine Frage habe ich. Ja. Wer hat das Zockerzimmer geplant? Ach, hör auf. Er selber. Das war eine Fehlplanung, ja. Gibt es jetzt unten und oben eins? Nein, es ist so, dass meine Frau hat ein Zimmer und ich habe ein Zimmer. Und das Zimmer, was zum Schluss, eigentlich dieses kleine Zimmer, ist ursprünglich geplant als mein Zimmer. Und meine Frau hat quasi oben in diesem großen Raum fehlen ja noch alle Wände. So, und da ist meiner Frau ihr Zimmer. Und das ist aber doppelt so groß. Und da habe ich dann mir irgendwann die Frage gestellt, hä? Was hast du eigentlich gemacht hier? Und meine Frau nie. Im Moment habe ich auch gedacht, du hättest dir so ein Loft gebaut, weißt du, so alles ein Raum. Achso, nee. Als nee. Der Vlog losging. Nee, nee. Ich habe gedacht, oben ist das Zockerzimmer und unten ist. Nee. So 150. Ja. 100, ja, 150 Quadratmeter Zockerzimmer, das wäre das. Ja. Nein, nee, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt getauscht haben. Ich bin quasi oben. Aus da. Und sie ist unten. Ich will in Deutsch. Ja, dann sag doch was. Ja. Stell dich einfach hier hin, ey. Ah, das muss ich alles einstellen, ey. Was spricht eigentlich gegen so einen Lift? Was? Für was soll das sein? Also, was naja, soll du für... hast danke, ein Riesenzimmer, wo halt alles drin ist, ohne Wände. Nochmal bitte. Warm, stylisch. Ja, super. Ich weiß ja. Es ja nicht. Und wenn ich auf der einen Seite kacken gehe, tu die andere Seite von ja, drüben. Ja, ist scheiße, ich würde sogar sagen. Meine Tochter, ja, ihre Freunde, meine. Wenn sie meine Tochter besuchen, gucken wir dann zu, oder was? Ich rede doch nicht vom Klo, sondern ich rede halt so vom Allgemeinen, so vom Wohn-, Ess-, Küchenbereich, das ist halt alles öffentlich, was weiß ich denn. Das ist nicht so energieeffizient. Das aber ist halt, das ich ist glaube, Randy klar. Hat das Video auch nicht gesehen, weil Wohn- und Essbereich ist ein riesengroßer Raum und die Küche ist genau nebendran. Haben wir mit Absicht nicht offen gemacht, weil Küche, Kochen, Stinki. Abzugshaube? Ja, deswegen stinkt es ja nicht mehr, stimmt. Aber trotzdem ist dieses offene Küche mit Esszimmer modern. Ja. Ja, aber es ist einfach, unser Wohn- und Esszimmer ist 75 Quadratmeter groß. Also mit der Küche wären es 100 Quadratmeter. Das ist Quatsch mit Soße. Also deswegen haben wir die Küche einfach in einem extra Raum gemacht. Achso, ja. Aber euer Dach also, finde ich cool. Die Küche da ist halt auch sehr ziemlich groß. Was? Ja, was? Hab ich mir auch gedacht. Was? Da oben, da hast du halt Ruhe, ne? Ja. Achso, okay. Ganz oben im Dachboden? Ja. Ja, habe ich nur halt einfach ein bisschen nur ausgebaut, einfach um was unterzustellen. Ich denke, es ist ganz praktisch. Wäre es eigentlich nicht klüger gewesen? Nur jetzt so eine Frage. Wenn du die Dämmung in diese Dachkerbe reingebaut hättest und dann oben diese Platten raufgebaut hättest? Weißt du, damit das Haus komplett gedichtet ist, nicht nur von Oberkante Decke bis nach unten hin? Oh, scheiße, abreißen, neu. Ich überlege gerade, wie du... Achso, jetzt weiß ich, wie du es meinst. Sorry. Okay, also du meinst von oben Platten, dann die Dämmung? Genau. Und dann von unten nochmal Platten? Ich glaube, wenn du oben in der Dachschräge, wenn du da die Bierung drin hast,
Dann reicht das doch rein nicht, oder? Ach so, du meinst in den aber In dem Gefällewinkel, wenn du es so haben willst. Ja. Macht absolut keinen Sinn, weil okay. Dann hast du ja, das ist ja kein Wohnraum, den willst du ja nicht mitheizen. Ja, aber, ja. Du willst ja quasi die Dämmung, also Heizende ist ja quasi die Decke oben. Vom zweiten, ja. Vom ersten OG, die Decke oben ist, also da soll nichts mehr raus an Wärme. Okay. Also und, ist absichtlich so gemacht. Okay. Ja, das ist ein Kaltdach. Also das Dach ist quasi, also auf den Dachspann außen ist eine Wasser- und Luftdichte, also Wasser- und Winddichte, naja, Folie kann man nicht sagen, weil das ist so richtig derb. Also richtig so, dick und das derb. Das ist so ein Gewebezeug, ne? Ja, genau. Und okay. Da drauf ist dann quasi die komplette Lattung und da drauf ist der Dachziegel. Ah, okay. So, und ja, und angenommen, du würdest das jetzt die Dachschräge dämmen, ne? Ja. Dann würde ja quasi die Wärme noch in den Dachboden nach oben entweichen. Ja, ja, klar. Ja, aber warum sollst du es halt? Das ist ein Dachboden. Da ist ja nichts. Da ist ja gar nichts. Das ist ja kein Wohnraum. Ja, eben. Das wäre halt die Frage gewesen, ob man das Wohnraum nützen könnte. Nee, weil als du kannst. Zockerzimmer zum Beispiel. Du kannst in der Mitte gerade so stehen. Ist doch optimal, da kann man doch gut sitzen. Ja. Also das. Perfekt. Also der Raum, also der ist nicht nutzbar, der ist wirklich nur als Abstellraum nutzbar. Und okay. Wir müssen den Zugang ermöglichen, sonst hätten wir es wahrscheinlich komplett zugemacht, wegen Schornsteinfeger. Ja, ja, das ist klar. Das ist also wenn das nicht wäre, weil normalerweise bräuchten wir keinen Schornstein. Die Esse ist ja nur da wegen dem Kamin dann mal. Ja. Ne? Also eigentlich nur wegen der Atmosphäre. Sonst bräuchten wir keinen Schornstein und dann wäre da oben komplett zu. Also da würdest du da gar nicht, da würde man gar nicht hinkommen. Weil das, für was braucht man nicht. Also gut, ob man vielleicht doch eine Dachluke reingemacht hätte, weiß ich nicht. Aber es wäre halt nicht vonnöten gewesen. Das macht nicht so viel Sinn bei dem Haus, oder? Nee. Dachluken. Nee. Obwohl ich fand Dachfenster als Kind immer voll cool. Ja. Wir haben ja extra in diesem Stil gebaut, weil ich, bin geheilt von Dachschrägen. Also Dachschräge ist für mich, braucht kein Dach, will kein Dachgeschoss mehr mit Dachschrägen. Nee? Nein. Also ich finde das, ich habe es bei meiner Mutter zum Beispiel, die nutzt 250 Quadratmeter als Lagerfläche oben, ne? Wow. Ist echt, weiß nicht, das ist halt schon mega geil. Was betreibt die denn da? Amazon Logistikzentrum? Ja, das darf man jetzt so nicht laut sagen, aber Drohnenversand von Amazon. Nee, aber das ist schon, also ich weiß nicht, ich bin halt ein großer Freund von viel Platz. Ja, wir auch. Halt so, irgendwie ist der Drescher weg. Richtig? Sag doch was. Den hat Paul, ja. Nee, nö, ihr wart gerade im Gespräch, deswegen wollte ich nicht dazwischen quatschen. Feld 12. Ja, auf jeden Fall. Nee, also ich bin halt eben auch ein Freund von viel Platz und ja. Deswegen. Aber man muss natürlich immer im Verhältnis sehen, was ist. Viel Platz kostet auch viel Geld. Das ist einfach das. Ja, das ist klar. Heizung, bla 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 und so weiter, ne? Das ist alles. Zwei Fragen habe ich trotzdem noch dazu. Ja? Hast du eine Garage? Kommt noch neben das Haus, ja. Hast du einen Keller? Nein. Okay. Wenn du eine Garage baust, bau dir am besten keine Standardbreite. Soll eine Doppelgarage werden mit für beide Autos 5 Meter breites Tor. Ja. Kann denn irgendwann eng werden, je nach Auto? Naja, nein, das Tor ist 5 Meter breit. Die Garage ist ja nicht nur 5 Meter breit, die Garage ist 7 Meter breit. Ja, die ist ja dann noch breiter. Ja. Und wir müssen halt oder wollen halt eine etwas größere Garage bauen. Ganz einfach, weil man das auch in der Garage nochmal. Vorne die zwei Autos und dahinter nochmal einen Raum als Lagerraum, weil wir eben keinen Keller haben. Ja, also weil, für Fahrräder und Gartengeräte und so ein Zeug. Genau, und ja. Genau, Gartengeräte. Und weil ein Keller einfach so utopisch teuer gewesen wäre, weil wir bei 1,80 Meter Grundwasser haben. Ach so, ja gut, das ist natürlich... Ja, und das ist das Problem. Das heißt, wir hätten ins Grundwasser bauen müssen und dann musst du ja eine absolut dichte Wanne bauen. Musst du so oder so, aber dann halt noch dichter, wenn es im Wasser ist. Ja. Und das wäre so teuer geworden. Es hätte sich einfach nicht gelohnt. Das ist das also Problem. Wenn ich dich dann mal mit meinem Hammer besuche, komme ich also in die Garage rein, wenn es dann. Ich glaube erstens nicht, dass du einen Hammer hast. Och.
Wenn dann ein Hämmerchen. Wenn es Hämmerchen, so mit einem Hammer umbringt. Dieser Bob der Baumeister, Plastikhämmer. Ja. So ein Schonhammer für Fenster, weißt du? Na gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit Paul der Boss. Und lasst das Däumchen da, schaut, wenn ihr anderen vorbei ist, in die Beschreibung. Bis dahin. Tschüss. Bettel. Tschüss.